Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill. Und ja, genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in der Kirche angekommen und haben hier eine komische Priesterin gesehen, die uns von irgendwelchen Faden erzählt hat und uns einen Schlüssel gegeben hat. Ich glaube, das war so, ja, für die Brücke, genau hier, Zugbrückenschlüssel. Und wir sollten uns jetzt auf den Weg in ein Krankenhaus machen, tatsächlich. Und da würde ich mal vorschlagen, schaut euch das an, wir haben hier noch 59 Schuss Munition. Würde ich sagen, machen wir das mal. Begeben wir uns mal einfach mal auf den Weg zu dieser ominösen Brücke. Auf dem Weg ins Krankenhaus scheinbar. Okay, und jetzt ist das Spiel... Okay, danke. So, dann wollen wir mal schauen, wo wir hier weitermachen. Ja. Einfach geradeaus. Sehr cool, einfach geradeaus. Ja, dann schauen wir uns mal im Krankenhaus nach der guten Cheryl im und hier ist irgendwo ein Hund. Och, Leute, ich bin so voll gefressen. Wir waren eben japanisch essen. Und das war im Buffet-Style. Und ja, bei sowas hau ich immer sehr krass rein. Deswegen bin ich jetzt einfach voll gefressen. Deswegen nicht wundern, wenn ich ein bisschen, ja, wenn ich ein bisschen gemütlicher spiele hier als sonst. So, gibt's da zufällig Munition? Nein, aber hier kann man runter. Schaut mal. Ah, guck mal, da liegt so. Haha, sehr gut. Und Shotgun-Munition liegt hier auch. Sehr nice. Jawohl. Gut, dass wir das... Darunter kann man nicht, ne? Gut, dass man hier immer schön die Secrets mitnimmt. Sehr gut. So, dann müsste man jetzt theoretisch hier vorbeikommen können, oder? Oh, ich bin so voll gefressen. Ja, aber das ist doch mal... Oh, muss doch auch mal sein, ey. So, hier kann man doch irgendwo... Genau, da ist eine Tür. Kann man da rein? Da kann man rein. Okay, wunderbar. Gott, hier ist es sehr dunkel. Und mit einer gruseligen Mucke. Was ist das denn hier? Kann hier irgendwie Licht anmachen oder so? Weil da liegt, glaube ich, eine Waffe oder so. Hier ist nichts drin? Wie? Da liegt doch so ein... Da liegt doch so ein Messer oder sowas. Okay, dann ist hier halt nix. Okay. Dann ist da halt nix drin. Dann gucken wir mal die, auf der Treppe hier hinten. Control Room. Ja, das sieht doch, das hört sich doch stark nach Control Room an. Und, genau. Ha, seht ihr das? Da haben wir ein paar Sachen hier. Und zwar eine Karte. Da ist eine Karte des Einkaufsviertels. Jawohl. Sagan Street. Sehen wir hier. Ah, da, die kann man erst öffnen, wenn man tatsächlich da reinkommt. Okay. Hier hätten wir noch einen Speicherpunkt. Ja, mach einfach mal Bridge. Alles klar. Das Speichern hier geht ratzfatz, muss ich sagen. Ah, guck mal. Ah, Tonikum. Sehr schön. Nimm das bitte mit. Und hier brauchen wir wahrscheinlich den Schlüssel, oder was? Da ist ein Schlüsselloch an der Bedientafel. Jawohl, den Schlüssel haben wir. Steck ihn da rein. So, wunderbar. Dann müssten wir jetzt... Die Maschine läuft. Wollen Sie den Schalter drücken? Jawohl. Da fährt die Brücke runter, so wie ich das im Nebel da hinten sehe. Sehr schön. Ah, und jetzt ist da unten wahrscheinlich in diesem Lagerraum ist Licht an oder sowas. Und dann können wir da nochmal was gucken, ne? Bill's Kind ist irgendwas steht in der Zeitung, okay. Ach, guck mal, 90er Fernseher. Geil. Gut, dabei. Was haben wir aktiviert? Um Himmels Willen, was ist das hier für eine Musik? Ja, ich denke mal, dass wir jetzt hier rein können. Ne, auch nicht. Hier ist immer noch dunkel.
Warum auch immer. Okay, nö. Dann gehen wir wieder raus. Ach Gott, was ist das für der ekeliger Sound hier? Okay, die Brücke ist runter. Sehr gut. Alles klar. Wir haben Fortschritt, Freunde. Ha. Ach, mach doch jetzt bitte diesen blöden Soundeffekt weg. Hallo, mach die Kamera bitte hinter dich. Danke. Was ist das für ein blöder Soundtrack hier? Speedlimit 35. Das heißt 50 km/h. Oh. Erstmal gucken, wo wir hier überhaupt sind. Ah ja, schaut euch das an, Freunde. Wir haben hier eine neue Karte und wir müssen unten ins Alchebilla Hospital. Sehr schön. Aber vorher gehe ich nochmal gerade auf die andere Seite hier. Weil da ist scheinbar irgendein Secret hier. Ein Tonikum schon mal. Hahaha, sehr gut. Ein Tonikum für uns hier. Und ich möchte bitte dieses Maschinengeräusch weghaben. Und hier kann man rein, oder was? Was ist das hier? Hallo. Was ist das hier? Ja, wir haben halt nur das Tonikum aufgesammelt. Okay, nehme ich halt auch, ne? Ach, mach doch dieses blöde Maschinengeräusch weg. Ich hasse dieses Geräusch. Mann, Leute. Könnt ihr das mal wegmachen, bitte? Danke, mein Gott. Es verschwindet, oh Gott sei Dank. So, hier unten ist auch... Ah, Munition, danke. Also munitionstechnisch geht es uns im Moment wieder relativ gut, muss ich sagen. Die Musik ist zum Glück weg, Gott sei Dank. Hier hinten haben wir auch noch was. Was haben wir hier? Da ist nichts. Schade, kann ja nicht auf jeder Treppe was sein, ne? Jawohl, Freunde. Und, Ah! Stopp! Fliegevieh da! Das ist das blöde Fliegeviech da. Okay, und schieß! Jawohl. Einfach weiter drauf. Nein, die mache ich nämlich jetzt kaputt hier. Ja, die mache ich nämlich jetzt kaputt. Wir haben genug Munition. Wir haben wirklich ge... Oh, was ist das denn, das da? Achso, ne. Wir haben wirklich genug Munition. So, und da ist noch was. Wir müssen einfach nur ins Krankenhaus, Freunde. Einfach nur ins Krankenhaus. Gibt es hier irgendwas zu sehen noch? Links und rechts von der Straße? Ich laufe einfach mal im Zickzack. Hier zumindest schon mal ein Auto. Aber hier gibt es nichts tatsächlich. Finde ich gut, dass wir auch mal wieder in der Stadt rumlaufen. Jetzt hier nach der ekelhaften letzten Folge mit der Grundschule. Die Grundschule war wirklich ekelig. Also muss ich wirklich sagen. Mit dieser komischen Alternativwelt. Ah, guck mal, Yin-Yang-Zeichen. Gibt's aber leider nix. Ah! Wo ist das Fliegevieh? Wo ist das Fliegevieh? Ach, keine Ahnung. Da ist es doch! Hallo? Ja? Kamera! Aua! Kamera! Mach bitte dich hinter mich. Sehr schön. Danke. Und? Das war gut. Das war gut. Hier, kannst dich direkt in den Leichenwagen hier legen. Kannst du direkt bitte ins Krematorium fahren. So, hier ist zu. Okay, wir sind direkt hier schon vorne an diesem Krankenhaus angekommen. Ein Alchemilla Hospital. Neues Gebäude, so wie es aussieht. Immer noch auf der Suche von Cheryl. Ne? Was war das denn jetzt? Was war das denn? Okay, Alchemilla Hospital. So. Los geht's, Freunde. Und da ist direkt Hunde hier. Aua. Ach, Mann, ihr blöden Köter. Geh weg. Ach, verdammt ich. Wow. Okay, der ist tot. Und der hier auch.
Wunderbar, Mensch. Ich meine, wir haben die Munition. Wir können es ruhig nutzen. Wir haben 4 Tonikas. Sehr schön. Und genau, dann gucken wir uns jetzt mal hier um. Haben wir hier eine Karte? Ja, nur von draußen. Ne? Das Schloss klimmt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Okay. Wir sind hier in so einem kleinen Innenhof, ne? Hier ist die Eingangstür. Okay. Gehen wir in das Krankenhaus, oder? Immer noch auf der Suche nach Cheryl. Und, mal gucken, ob uns hier irgendwer... neues Gebäude, Freunde. Direkt ein Speicherpunkt, sehr schön. Den nutze ich auch direkt. Bridge, jawohl, Brücke. Rezeption. So, dann schauen wir uns in diesem Krankenhaus um. Wieder Resident Evil Vibes hier. Total. Hier ist schon direkt das große Geballer. da liegt Verbandskasten hinter. Habt ihr den gesehen? Da liegt ein Verbandskasten. Mal gucken, wie wir da hinkommen. So. Hier hat jemand geschossen. Ja, wer hat denn hier geschossen? Das sind Telefone und Telefonbücher. Sie brauchen nicht überprüft zu werden. So, wieder leichte Resi-Vibes hier. So. Keine Landkarte. Okay. Aber hier können wir, denke ich, ja. Hier können wir rein. Also hier ist irgendjemand. Oh, eine Katze. Oh, wer ist das denn? Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God. Another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well... I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Warum tut ihr euch nicht zusammen? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn hier überall so Viecher und Monster rumlaufen. Nichts Nützliches. Warum haut der Typ einfach ab? Sagt erst noch Gott sei Dank, es gibt einen anderen Menschen, aber haut dann einfach ab. Michael Kaufman, also, okay. Nichts Ungewöhnliches. Er hat also ein Nickerchen gemacht und danach war alles, ja, so wie es jetzt halt ist, ne? Keine Landkarte, okay. Dann gucken wir uns doch mal hier weiter um. Ja, Michael Kaufman. Sehr interessanter Typ.
Und was haben wir denn hier? Nichts Ungewöhnliches, okay. So, gibt es hier nichts Nützliches? Okay. Sonst gibt es hier gar nichts? Nichts Ungewöhnliches? Nö, nur eine Tür, okay. Ha! Und schaut euch das an, wir sind hier hinter. Sehr schön, das heißt, wir können den Verbandskasten holen. Wunderbar, dann können wir von hier abspeichern. Das Telefon ist tot, kein Rufton zu hören. Ah, von hier kann man natürlich nicht abspeichern, ne? Aber warum will ich nochmal abspeichern? Wozu? Gut, ja, Michael. Ich hoffe mal, dass wir dich irgendwann wiedersehen. Oh. Was? Was war da? Ach, das ist die Musik hier, okay. Krass, was ist das denn? Nichts Nützliches. Nichts Nützliches. Oh Mann, hier ist gar nichts nützlich in diesem... Ah, okay. Da ist eine Zeitung. Dieser Artikel ist ausgeschnitten worden. Ja, willst du ihn nicht lesen? Okay, wir müssen wahrscheinlich irgendwas hier einsetzen dann. Okay. Da ist eine weiße Tafel. Hier steht nichts Besonderes. Nichts Besonderes in diesem Krankenhaus. Mensch, Harry. Oh. Oh, jede Menge Türen hier. Gehen wir erstmal hier hinten rein. Das Schloss klemmt. Okay. Das Schloss klemmt. Ah, super. Okay, dann... Dann schränkt sich die Möglichkeiten hier ein. Wenn überall das Schloss klemmt. Oh, was haben wir hier denn hier? Auch hier, ne? Weiße Tafel. Steht nichts Besonderes. Dich interessiert das alles hier nicht, ne, Harry? Du willst einfach nur deine Tochter finden. Ah, sehr schön. Da ist eine Karte vom Untergeschoss des Krankenhauses. Jawohl. Nehmen wir natürlich. Endlich haben wir eine Karte hiervon. Ah ne, nur vom Untergeschoss. Nicht vom Erdgeschoss. Sonst gibt's hier gar nichts. Okay. Interessant. Interessanter Bereich hier. Okay. Konferenzzimmer oder sowas. Wieder nichts Besonderes. Nichts Ungewöhnliches. Telefon ist tot. Sonst gibt's hier gar nichts. Oder was? Was ist denn hier los in diesem Krankenhaus? Nichts Nützliches. Ah doch, guck mal da auf den Tisch. Da ist ein Schlüssel. Kellerschlüssel. Ja, sehr schön. Aber Keller vom Krankenhaus. Ein gutes Gefühl. Ich sag nur Parasite Eve 1. Ganz ehrlich. So, okay. Das heißt, wir können hier wieder komplett raus. Und waren noch gar nicht hier vorne. Ganz genau. So, da können wir nämlich auch rein. Ich hätte gerne eine Karte hiervon, ey. Labor oder sowas? Ah nee, das ist die Küche. Ist das die Küche? Ah, guck mal. Da ist eine Plastikflasche. Was wollen wir denn mit einer Plastikflasche jetzt? Leere Flasche gefunden in der Krankenhausküche. Ist also tatsächlich die Küche hier. Okay. Tonikum. Danke. Nichts Besonderes. Überall diese Telefone hier, ne? Sonst gibt's hier in der Küche nichts. Okay. Alles klar, aber ein Tonikum mitgenommen. Finde ich gut. Ja, hier im Krankenhaus gibt's sowas natürlich, ne? Was haben wir hier drin? Oh, hier überall liegen diese Boxen rum. Die Sachen auf den Regalen sind alle durchwühlt. Wer war das? Da frage ich mich auch, überall liegen diese komischen grünen Boxen hier rum, ne? Das Telefon ist auch tot wahrscheinlich, ja. Wie, sonst ist hier gar nichts? Doch, wartet mal. Ich muss doch irgendwo, guck mal, hier liegt so Blut auf dem Boden. Ein Glasfläschchen liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen. Offensichtlich ist es mit Absicht zerschmettert worden. Ja, sonst ist hier nichts. Okay.
Diese Schublade da ist offen. Bücher sind um den Tisch herum verstreut. Sonst ist hier nichts Besonderes. Das ist hier echt nichts drin. Okay. Nur eine zerbrochene Blutflasche. Okay. Von da sind wir gekommen. Gehen wir jetzt mal hier in den nächsten Raum. Ah, den Kellerschlüssel. Okay, aber bevor wir da runtergehen, gucken wir uns noch die letzten Türen hier an. Da ist ein Verkaufsautomat, der funktioniert nicht. Ja, warum denn? Ist eine große Tür. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Okay. Das heißt, wir müssen in den Keller. Oh nee. Wie gesagt, ich habe da von Parasite Eve 2 ganz böse Erinnerungen. Aber nun gut, das hier ist nicht Parasite Eve 2, sondern Silent Hill. Aber das ist genauso beunruhigend hier. Okay, was ist hier? Was ist hier? Was ist das hier? Ah, Käfer. Okay, Käfer. Ja gut, okay. Da müssen wir einfach schnell bleiben. Zu dunkel hier, um die Karte zu lesen. Ja, danke. Ja, das erinnert mich sehr stark an Parasite Eve 2 hier. Schloss klemmt. Also nicht Parasite Eve 2, sondern Parasite Eve 1. Da können wir rein. Ja, danke. Ach Gott. Hier ist echt dunkel. Also. Aha. Kleines Rätsel, oder was? Nee, ist gar nichts. Wie? Aber ihr zeigt mir das doch nicht umsonst hier. Aha. Höchst interessant. Einfach mal ein Raum, der nützlich ist hier. Ja, komm, wisst ihr was? Ich mach das gleich. Ah, die Käfer kann man nicht kaputt schießen, ne? Das ist. Schloss klemmt. Hier das vielleicht? Nee. Schloss klemmt. Okay, es ist dunkel hier. Mann, es ist verdammt dunkel. Hier waren wir doch eben schon drin. Was ist das denn hier, Mann? Alles klemmt. Das ist ja wohl nicht wahr. In diesem Aufzug kann man gar nichts machen. Hä? Aber dann frage ich mich echt gerade. Da sind wir diese blöden Käfer, ne? Okay, hier waren wir noch nicht drin. Ja doch, hier kommen wir her. Verdammt, Freunde. Oh, ist das ekelig hier. Oh, ich hasse das. Das Schloss klemmt. Das Schloss klemmt. Da waren wir eben drin. Ansonsten. Hä? Ansonsten gibt's hier gar nichts. Wartet mal, hier muss man doch. Hä? Hier in diesem Raum muss man doch irgendwas machen können. Ihr zeigt mir doch nicht so völlig. Ah, wartet mal. Mach doch die Taschenlampe an. Ich Vollidiot. On. So. Mach doch die Taschenlampe an. Seht ihr? Okay. Der hauseigene Stromgenerator versorgt nur Aufzüge und Intensivstationen und Operationsräume. Schalter drücken. Ja, drück den Schalter. Haben wir jetzt wieder Strom? Oh Gott. Was ist das für ein scheiß Geräusch? So, Karte. Alles klar. Das heißt, wir können jetzt aber den Aufzug benutzen. Okay, sehr schön. Da sind die Käfer. Katsching, der Aufzug funktioniert. Okay. Aha. Basement. Erstes Geschoss, da waren wir schon. Wir nehmen mal den zweiten Geschoss. So. Boah, das erinnert mich gerade voll an Parasite Eve 1. Ohne Witz. Haben wir hier eine Karte? Nein, haben wir nicht. Okay. Ist hier sonst irgendwas? Ja, eine Tür gibt's hier. Die klemmt, ja toll. Das heißt, wir nehmen wieder den Fahrstuhl.
und schauen uns mal den dritten Stock an. Gucken, was da oben ist. Gleiche Struktur. Auch nichts und auch eine Tür, die klemmt. Okay, das heißt, hier kann man erstmal nichts machen. Schade, Freunde. Aber geiles Krankenhaus. Muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Geiles Krankenhaus. So, das heißt, wir können jetzt hier in den Operationsraum. Hier müssen wir jetzt erstmal gucken, welcher das nochmal war. Da geht's runter, da möchte ich nicht nochmal runter. Da kamen wir her. So, dann gucken wir doch jetzt nochmal hier die ganzen Räume durch. Das Blöde ist ja wirklich, dass wir hier keine Karte haben, ne? Irgendwo hier muss es doch einen OP-Raum geben. Ne, das ist die Küche gewesen. So viele Türen hier. Das ist einfach krass. War hier vielleicht irgendwo der OP-Raum hinter? Vielleicht hier? War hier der OP-Raum drin? Ich bin mir gerade unsicher, Freunde. Aber wir haben schon ganz schön viel von dem Krankenhaus gesehen. Finde ich gut, dass wir in dieser Folge so viel Fortschritt haben. Jo, Harry, du kreuchst gerade so ein bisschen. Die klemmt. Die klemmt. Okay, und da habe ich mich wieder von meiner eigenen Uhr erschrocken. So, ah, hier ist doch ein OP-Raum. Oder? Nee, hier ist ein Krankenzimmer. Aber normalerweise sind hier in der Nähe total OP-Räume. Ja, okay. Was ist das hier? Klemmt. Hier klemmt irgendwie alles. Mach die Kamera hinter dich, bitte. Ah, wir sind wieder am Eingang. Kommen wir wieder raus? Ich sollte das Krankenhaus wissen. Okay. Ist jetzt die Frage, wo wir weitermachen, ne? Nee, das hier ist einfach ein Krankenzimmer. Wartet mal, vielleicht. Nee, das ist einfach ein Krankenzimmer. Und, ja gut, wir haben die Folge eh voll. Gut, liebe Freunde, da würde ich sagen, ja, das trifft sich doch ganz gut, dass wir jetzt hier so ein bisschen hängen. Jawohl, wir sind nämlich am Folgenende angekommen. Und dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann hoffentlich bald weitergeht bei Resident Evil. Ach, Resident Evil, sag ich schon. Silent Hill 1. Sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.